Mein Gast im Dialog ist der langjährige US-Spitzendiplomat und vermutlich bekannteste Amerikaner in Deutschland, Ex-Botschafter John C. Kornblum. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Kornblum, die öffentliche Meinung in Deutschland ist ja gelinde gesagt zu Donald Trump alles andere als positiv. Aber kein Mensch ist ja nur negativ. Was fällt Ihnen denn Gutes ein zu einem Präsidenten Donald Trump? Naja, der ist ein sehr intelligenter, erfolgreicher Mensch. Und wenn man jetzt ihn da als Präsident betrachtet, darf man nicht vergessen, er hat nicht nur Hillary Clinton besiegt, sondern 16 andere Republikaner. Und diese Republikaner waren von, wenn man das aus der Sicht dieser Partei sieht, weit links bis weit rechts. Es hat Menschen wie Gouverneur Kasich aus Ohio, der wirklich, er könnte sehr gut in die Demokratische Partei reinpassen. Und es gab Leute, ja, auf der rechten Seite, die Cruz zum Beispiel, die weit rechts von Trump. Trump ist eigentlich weder nicht rechts noch links, sondern er ist Trump. Und, das heißt, er folgt keiner Ideologie oder keinem geschlossenen Weltbild? Keine Ideologie, kein geschlossenes Weltbild. Was er will, ist Erfolg haben. Ist es das, was ihn antreibt? Also Erfolg um jeden Preis, egal auf welchem Feld? Ich würde sagen, ja, das um jeden Preis würde er natürlich bestreiten. Aber wenn man seinen Werdegang sieht, sieht man das sogar als Teenager war er so. Er konnte nachher auch schon mit 12 oder 13 Jahren sich auf der normalen Schule zurechtfinden. Und seine Eltern haben ihn auf eine Militärkadettenakademie sozusagen gesetzt. Wo, um ihn zu disziplinieren. Ihn zu disziplinieren. Er hat das was, ja nur bedingt, was ja nur bedingt gelungen ja, ist. Ja, er hat es aber geliebt. Ja. Mhm. So, der scheint irgendwie doch getrieben zu sein. Und ob das durch Energie oder durch Unsicherheit, das Psychologen verbringen sehr viel Zeit mit solchen Fragen. Aber gut an ihm ist, dass er tatsächlich was Gutes machen will und dass er auch sehr viel Energie hat. Natürlich die Frage ist, wo sind die Maßstäbe und wo sind die Richtungen? Und da hat man Fragen über ihn. Er hat ja den Wahlkampf nicht zuletzt damit gewonnen, dass er den Slogan propagiert hat, America first, also ja, make America great Amerika again. Ist das Wichtigste. Trotzdem hat man ja den Eindruck, eigentlich geht es um Trump first, also Hauptsache, er ist wichtig. Ist ihm wirklich das Land wichtiger als die Person naja, Trump? Da musste man irgendein Gerät, wo man in sein Gedächtnis reinschauen kann, das kann man nicht sagen. Aber wenn man schon seine Handlungen sieht und seine Äußerungen. Er hat festgestellt, würde ich so sagen, dass die herkömmliche Politik die Bedürfnisse und die Wünsche der Bevölkerung nicht gerade entsprach und dass die Politik zu kompliziert geworden war. Und ich würde auch sagen, das ist auch in Europa so. Die Politik ist einfach auf gewissen Weisen viel zu vielschichtig und viel zu differenziert, dass man ein klares Bild über sich in sein Land haben kann. Und er hat, was man auch von ihm nicht vergessen darf, ist, der hat 15 Jahre lang, das ist eine lange Zeit, Reality Television gemacht. Der Lehrling, der Apprentice, das er gemacht hat. Ja, eine der erfolgreichsten Sendungen im US-Fernsehen. Und da hat er gelernt, auch sozusagen die Stimmung und die Gefühle aus der Bevölkerung genau richtig zu kalkulieren. War das ja die Frage, eben nutzt er das sozusagen als Instrument, um einem höheren Ziel zu folgen, also in dem Fall America first, also alles für sein Land zu tun, oder nutzt er das, um sozusagen eine Ego-Nummer abzuziehen, also um ich glaube, eben selbst beides, einfach beides ist dasselbe. Der Wichtigste zu sein. Sein Ego ist stark, aber er glaubt wirklich, dass er Amerika wieder groß macht. Und man darf, eine sehr berechtigte Frage, ist Amerika auch nicht schon groß? Natürlich ist Amerika groß und das wird auch so bleiben. Was er meint, wenn er sagt, wir wollen Amerika wieder groß machen, ist eigentlich, wir wollen das Bild von Amerika haben, das wir in unserer Kindheit hatten. Mhm. Die Leute, die ihn wählen, sehen sich zurück auf eine Zeit, 60er oder sogar 50er Jahren, wo sie meinten, das war natürlich nicht so, aber wo sie meinten, alles in Ordnung war. Das verbindet ihn ja möglicherweise auch mit einem früheren US-Präsidenten, mit Ronald Reagan, der ja auch einen Hang dazu hatte, Rückgriffe
auf die Vergangenheit zu nehmen, ein Amerika zu beschwören, das es eigentlich vielleicht nie gegeben hat, auf jeden Fall zu der Zeit, als er regierte, nicht mehr gab. Erschöpfen sich damit die Parallelen zu Ronald Reagan? Oder ist das so, der ja auch am Anfang gerade bei Liberalen und bei Linken sehr, sehr kritisch gesehen wurde? Ich glaube, es gibt kaum Vergleiche mit Reagan und Trump. Es stimmt, Reagan hatte auch, wollen wir sagen, ein Bild von Amerika. Aber Reagan hat immer auf die besseren Motiven der Bevölkerung beschworen. Reagan hat immer sein Trumps Slogan ist Make America Great Again. Reagans Slogan war, it's morning in America. Es könnte nicht weiter voneinander entfernt sein. Ich kannte Reagan ziemlich gut und der war genau, was man sah. Der hat so auch so eine sonnige Personalität. Und ich glaube, mit ihm und Trump verbinden so gut wie gar nichts. Davon abgesehen, dass sie Außenseiter in der Politik waren, die das zum Präsidenten gemacht haben. Und immerhin hatte Reagan ja noch die Erfahrung als Gouverneur von Kalifornien. Ja, so ein Außenseiter. Er hatte Regierungserfahrung. Ja. Nun hat Trump ja ein unglaubliches Tempo vorgelegt in den ersten Tagen seiner Regierungszeit, also seit dem 20. Januar, seit der Inauguration. Er regiert mit Dekreten, das heißt also ohne den Kongress erstmal einbeziehen zu müssen. Ja. Jeden Tag kommt eine neue Sensation, beschäftigt nicht nur die amerikanische Bevölkerung, sondern die Welt im Prinzip. Kann er das überhaupt durchhalten auf Dauer? Denn irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, da muss man auch den Kongress einbeziehen. Ja, nein, er kann das nicht durchhalten. Und es ist wieder schwer, sich in seinen Kopf zu stecken. Aber ich glaube, erstens, er glaubt wirklich, dass er Ziele hat, die er schnell durchziehen muss. Er weiß, dass die Mehrheit der Amerikaner gegen ihn sind. Das ist auch statistisch zu beweisen. Und er glaube auch, er weiß, dass wenn er seine Position jetzt über 4 Jahre halten will, was eine lange Zeit ist in der Politik, er muss sein Fundament, seine Basis stärken und befestigen. Und deshalb, wenn Sie sehen, was er jetzt deklariert hat oder gesagt hat oder getan hat, das sind alle sozusagen Versprechungen, die er an diese Basis gemacht haben. Also erstens nicht so viele illegale Einwanderer, zweitens Terrorismus, drittens Handel, etc. etc. Und ich baue jetzt eine Mauer zu Mexiko. Das sind Sachen, dessen Durchführung vielleicht nachher sozusagen in den Wolken von der Politik verwischt werden. Aber die Leute jetzt werden sich daran erinnern, dass er das alles sehr dramatisch und sehr aggressiv gesagt hat. Das heißt also, im Augenblick hält er ja nur, was er versprochen hat. Damit haben auch viele nicht gerechnet, so wie vorher viele nicht damit gerechnet haben, dass er Präsident wird. Aber Amerika ist ja bekannt dafür, dass es eine sehr stabile Demokratie ist, dass es einen Ausgleich im Machtgefüge gibt. Der Präsident ist nicht allmächtig, es ist kein Diktator, es ist ein demokratisches Land. Ja. Ist das etwas, womit er dann auch zurechtkommen kann? Also das setzt ja auch Kompromissbereitschaft voraus. Das haben alle Präsidenten vor ihm erleben müssen. Wir werden sehen. Ich meine, die Demokraten wurden natürlich, wie man so schön im Fußball sagt, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Sie haben es nicht erwartet und sie waren ein bisschen durcheinander am Anfang. Aber jetzt gibt es unter den Demokraten, aber auch unter der Bevölkerung, eine sehr starke Wille. Zum Beispiel, nicht, dass Diplomaten sozusagen das A und O der Gesellschaft sind, aber über 1000 Diplomaten haben eine Kritik an seine Flüchtlingspolitik, an die Grenzpolitik unterschrieben. 1000 Diplomaten. Es gibt ja vielleicht nur 2000 Diplomaten überhaupt. So 50%, sagen wir, haben was unterschrieben. Das ist erstens sehr amerikanisch. Das würde in kaum einem anderen Land passieren. Das heißt aber, also sehr viel Selbstbewusstsein auch im Apparat. Ja, aber das sind Leute, die eigentlich auch ein Eid geschworen haben, um den Präsidenten zu unterstützen. Und so, es gibt schon sehr viel Protest und sehr viel Ablehnung. Und wir werden sehen, was passiert. Die meisten Beobachter zweifeln, ob er dieses Tempo auch 1 Jahr, geschweige von 4 Jahre durchhalten kann. Aber er ist immerhin ein ganz besonderer Mensch. Wir werden sehen. Sie sprechen es an, ob er das 4 Jahre durchhalten kann. Die Frage ist ja, mit den Dekreten kann er es nicht. Es wird Widerstand geben. Das wird ihn zur Mäßigung zwingen.
Glauben Sie, dass das überhaupt denkbar ist? Sie leben ja teilweise auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA. Sie haben exzellente Kontakte zu Ihren früheren Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, im diplomatischen Dienst. Rechnet man damit, dass er, wie gesagt, ein gemäßigter Präsident wird, der dann auch diese 4 Jahre durchhält und vielleicht sogar erfolgreich sich um eine zweite Amtszeit bewirbt? Ich glaube, man rechnet mit gar nichts im Moment. Der ist so was Außergewöhnliches. Und er benimmt sich so außergewöhnlich. Ich meine, ein Präsident, wir können nicht 150 Jahre zurückschauen, aber alle bestimmt im 20. Jahrhundert haben ihre ersten, man hat sogar den Ausdruck, die ersten 100 Tage. Man hat ihre ersten 3 Monate benutzt, um einen Konsens zu bauen, um zu sagen, ich bin für alle Amerikaner da, etc. etc. Er ist der Erste, den man überhaupt erinnern kann, der das nicht getan hat. Der von Anfang an gesagt, wir sind unsere Gruppe und wir werden Amerika retten. Als es bekannt wurde, dass die mehrere hundert oder tausend Diplomaten diesen Brief unterschrieben haben, hat der Sprecher des Weißen Hauses gesagt, dann können Sie sich alle kündigen, wann Sie wollen. Also der hat einen ganz anderen... Kennt er vermutlich aus seiner unternehmerischen Zeit. Genau, das war seine unternehmerische Zeit, genau. Kann sich denn der mächtigste Mann der Welt, der ja der US-Präsident automatisch ist, so einen, man sagt neuerdings, disruptiven Stil leisten, also so eine Sprunghaftigkeit, so eine, ein permanentes Bauen auf Überraschungen? Ich meine es nicht, aber wir werden sehen. Ich meine, alles. Wir hatten das Beispiel, was kein gutes Beispiel ist, von George W. Bush. Er war als Mensch ganz anderes als Trump. Aber er hat auch so was Messianisches an sich gehabt. Und er wollte ja die Demokratie aufbauen, indem er gegen militärisch auch gegen die Antidemokraten voranging, wie Saddam Hussein. Und das war für ihn am Ende ein Scherbenhaufen. Und er geht in die Geschichte runter als einer der schlechtesten Präsidenten, die wir gehabt haben. Vielleicht macht Trump ihnen so ein bisschen Konkurrenz um diesen Titel, werden wir sehen. Es ist aber alles, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wir können über Trump als Mensch reden und das ist wichtig, aber er ist da nicht unbedingt nur, weil er so talentiert ist, was er ist, sondern weil er eine Stimmung und einen Zustand ausgenutzt hat. Und diese Stimmung und Zustand gibt es in Amerika, gibt es aber auch in Westeuropa. Brexit war genauso eine Reflexion von dieser Stimmung, als Trump ist. Es gibt in Frankreich, wir werden jetzt 2 Wahlen haben, Holland und Frankreich. So, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in eine ganz neue Zeit sind. Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Die Medien haben sich ja nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA, die Leitmedien, die großen, Washington Post oder New York Times, haben sich ja immer so ein bisschen lustig gemacht über diese Figur Trump und haben gedacht, das ist ein Mann von gestern, ein Mann aus der Provinz, der steht für eine Zeit, die es nicht mehr gibt. Ja. Unmodern ist er. Kann es sein, dass Sie sich fundamental verschätzt haben, dass er vielleicht sogar ein Mann von morgen ist, weil er genau diese Stimmungen, diese Gefühle, diese Befürchtungen auch aufgreift, die in der Bevölkerung sind, die sich von der Globalisierung vielleicht nicht mitgenommen fühlen, die sich schutzlos fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen oder Angst vor Abstieg haben? Ja, ich würde es meinen, ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter und das ist sehr schwer überhaupt in Worte zu bringen, aber wir haben jetzt gerade eine Ära, kann man sagen, durchgemacht, angefangen am Ende des Zweiten Weltkrieges, wo man meinte, die Katastrophen des 20. Jahrhunderts waren so schlimm, dass die Gesellschaft sozusagen gebändigt sein muss mit Organisationen, mit Verträgen, mit Regeln etc. etc. Und gerade Deutschland hat seine Identität auf diese Basis gebaut. Und wer soll sagen, dass das falsch war? Wir haben ja 60, 70 Jahren von den besten Frieden und Wohlstand und Demokratie, wie man je erlebt hatte. So, es war alles in Ordnung. Aber jetzt kommen, erstens, die Zeit ist längst vorangegangen. Zweitens, die Technologie ist anders. Und drittens, neue Generationen sind da. Und sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie so kontrolliert werden müssen. Sie haben das Gefühl, dass sie ihre eigenen Ziele haben müssen zusammen mit den Trump-Wählern, die eigentlich ältere Menschen sind,
gibt es in Amerika eine Riesengruppe, auch in Europa, von jungen Menschen, die ab 1980 geboren sind, die auch ganz andere Meinungen haben. Und ich persönlich meine, ich habe auch mehrmals auch darüber geschrieben, wir kommen in eine subjektive Zeit. Die strikte Organisation und die strikte Kontrolle, die es bisher gegeben hat, weicht jetzt eine subjektive Zeit. Und das bedeutet für Amerika, aber auch für Europa, dass nationale Gefühle eine andere Rolle spielen werden. Dass Kultur, Zivilgesellschaft eine andere Rolle spielt. Ist das ein Wunsch nach Geborgenheit, nach Schutz innerhalb von Mauern? Nach Geborgenheit und auch nach Freiheit. Eine andere Art von Freiheit. Aber Freiheit in einem engeren Rahmen. Nicht mehr globale Freiheit, ja. Sondern... Aber wenn Sie denn fragen, ist Trump ein Vorreiter davon? Das ist schwer zu sagen. Auf der einen Ausdruck Seite, einer Stimmung zumindest. Ausdruck einer Stimmung. Auf der einen Seite wiedergibt er die Ängste bis hin zu Bitterkeiten, dürfte man das Wort benutzen, der älteren Generation, die in den 50er Jahren und 60er Jahren nicht nur aufgewachsen sind, sondern sozusagen das Sagen im Land haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Menschen, die Trump wählen, sind im Großen und Ganzen, natürlich mit vielen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, die Enkel und Urenkel von den europäischen Einwanderern, vor allem aus Deutschland, die am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gekommen sind. Das sind die Menschen, die in Pennsylvania, in Ohio, in Michigan, Iowa, Kansas etc. wohnen. Und das sind hauptsächlich zuerst Nordeuropäer und dann zweitens Südeuropäer und dann nachher auch Juden aus, was damals der Russische Reich war. Und die Leute haben das Sagen gehabt im Land für eine lange Zeit. Seit 1965 haben wir, ich kenne zufällig die Zahl, 59 Millionen Einwanderer gehabt. Und diese Einwanderer waren vielleicht nicht mehr 10% waren aus Europa. Die waren von überall. Und so, das heißt, es kommt ein anderes Land. Nicht nur andere Technologie, nicht nur andere Zeit, sondern das Land wird anders. Das Land wird 2040, 2050 nicht mehr europäische Mehrheit haben. Und ist das auch eine Reaktion der europäischen oder der Menschen europäischer Herkunft in den USA auf diese Zuwanderung? Ist es auch, ich sage das sehr vorsichtig, aber ich glaube leider, dass es eine Rolle spielt. Ein Riesenfortschritt war natürlich, dass wir einen afroamerikanischen Präsidenten hatten. Aber es gibt nicht unbeträchtliche Teile der Gesellschaft, die nicht damit glücklich waren. Und ich glaube, das spielte dazu. Und dann kommen auch die Rechte von Minderheiten, gleichgeschlechtliches Ehe etc. etc. Ich glaube, auf der einen Seite entwickelt sich die Gesellschaft in eine, es ist ein Ausdruck, den man benutzt, in eine postmoderne Richtung. Auf der anderen Seite gibt es einen riesen Teil der Gesellschaft, die immer noch in der, wollen wir sagen, vormodernen Zeit leben. Und hier sehen wir einen Zusammenstoß. Dasselbe gibt es in Deutschland, dasselbe gibt es in Großbritannien. Sehr interessant, ja, dieses Phänomen. Dann ist gesellschaftspolitisch Trump vermutlich ja eher ein Konservativer, der also eben bestimmte Formen von Modernität, Minderheitenschutz, Umweltschutz und so weiter sehr kritisch sieht oder ablehnt, der aber wirtschaftspolitisch eher... Ja, fast ein Antiglobalisierungs... Nicht fast, sondern er ist ein Antiglobalisierungsmensch. Ja. Und ist er das wirklich? Und damit trifft er sich ja mit den Linken, zum Beispiel in Europa. Ja, ich erinnere mich an die TTIP-Demonstration. Er ist auch gegen TTIP. Also eigentlich müsste er ja ganz glücklich sein. Und sein neuer Handelschef ist zum Beispiel, sagt bis zum Beispiel, wir müssen jetzt man sagt es auf Englisch, die Global Supply Chains. Ein Global Supply Chain ist, wenn Mercedes hier ein Auto baut, das eigentlich, wo die Teile aus 10 Ländern kommen. Mhm. Das ist genauso in Amerika. Ein Chevrolet oder ein Ford hat Teile aus zig verschiedenen Ländern. Mhm. Die wollen das jetzt unterbrechen. Alle diese Teile sollen wieder in Amerika produziert werden. Das wird nicht gehen. Das wird einfach nicht gehen. Aber die Stimmung im Lande ist so, warum brauchen wir unsere Bremsklotzen in Schiene zu bauen, wenn wir sie genauso gut hier bauen können. Ja, weil sie billiger sind und teilweise, das muss ich leider sagen, besser sind. Das heißt, er ist eigentlich so eine Art nationaler Sozialist, also ein Staatskapitalist. Ja, den Ausdruck müssen wir aufpassen. Nicht Nationalsozialist, sondern... Er ist ein
eine, was es in verschiedenen Phasen der Geschichte gegeben hat, bis hin zurück in der industriellen Revolution. Es hat, als Gutenberg seine Druckpresse entwickelt hatte, riesen Gegenreaktion. Also man sagte, das ist das Ende der westlichen Kultur. Jedes Mal, wenn wir riesen Fortschritte haben, gibt es immer eine Gegenreaktion. Und wir die Frage sind ist, ob die dominant wird. Wir sind mitten in der Gegenreaktion jetzt gegen das, was man Globalisierung nennt. Welche Rolle sollte Europa spielen dann in dem Zusammenhang? Man merkt ja, er ist nicht, also Trump ist nicht so sehr an Bündnispolitik interessiert, sondern möchte ja gerne bilaterale Kontakte unterhalten. Als Dealmaker, als der sich selbst ja sieht, wäre Europa nicht gut beraten, in dem Augenblick zusammenzustehen und zu sagen, wir sind nicht nur ein Riesenmarkt mit 500 Millionen Menschen, sondern wir sind auch politisch enger beieinander, als das vielleicht an manchen Tagen scheint. Wenn Sie das glauben. Wir in Amerika, ist Europa, der EU hat mehr oder weniger seine Glaubwürdigkeit verloren. Aber es wäre ja jetzt eine Chance durch den Druck, der von außen entsteht. Ich erinnere an Ich würde sagen, man sollte überlegen, es ist eine Zeit, wo Europa sich ganz genau und hart überlegen musste, wer bin ich und was will ich. Aber wie sollte Europa reagieren? Also wir haben ja jetzt die Reaktion des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Europa soll reagieren in dem Sinne, dass man seine Interessen und seine Interessen sind nicht immer als Europäische Union wahrgenommen zu werden. Die Interessen, was sind die echten Interessen von Deutschland? Frieden zum Beispiel, Wohlstand, gute Beziehungen zu Nachbarn, Demokratie etc. etc. Die deutsche Politik hat seit Jahrzehnten gesagt, wir machen das in enger Verbindung zwischen Europa und Nordamerika. In letzter Zeit hat man das Nordamerika mehr oder weniger vergessen. Und so Menschen, und nicht nur Donald Trump, sondern auch Leute wie ich, Freunde von mir. Ich habe in den letzten Jahren auch als Hillary Clinton, man meinte, Hillary Clinton würde beginnen, ich musste ständig bei den Experten von Hillary Clinton für Europa werben. Da ist eine Entfremdung passiert. Mehr als das. Die haben gesagt, die hatten zwei Meinungen gehabt. Entweder es ist nutzlos oder es ist gelöst. Das heißt, der Kalte Krieg ist vorbei, wir brauchen uns nicht mehr um Europa zu kümmern. Ist das große Versäumnis Europas, also auch zum Beispiel zu wenig aktiv gewesen zu sein, um diese transatlantische Partnerschaft zu pflegen? Ja, teilweise, aber ich glaube, man kann niemandem was vorlegen. Ich glaube, das Problem ist, dass Europa sich mitten in einer Identitätsfindung findet und dass Europa im Moment nicht sehr schwer findet, eine Richtung und auch eine Glaubwürdigkeit zu transportieren. Aber könnte Trump da helfen? Ja, ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Ich habe einen in der FAZ, wenn ich das sagen darf. Ja. Der Titel war, habe ich auf Englisch geschrieben, Donald Trump, Europe's Last Chance. Und ich glaube, das ist genau jetzt die Gelegenheit, die Europäer brauchen, um jetzt zu überlegen, was ihnen richtig wichtig ist. Und es gibt, ich habe in dem Artikel eine Reihe von Gebieten, zum Beispiel das ganze Gebiet der Globalisierung, wo Europa, meine ich, einen gewissen Vorsprung hat, weil man ein stabileres Gesellschaftssystem hat. Man kann die Wirren der Globalisierung besser auffangen in Europa als in Amerika. Aber auf der anderen Seite, es gibt viele Bereiche, wo Amerika und Europa in anderen Richtungen gehen, wie zum Beispiel Datenschutz. Zum Beispiel in der Verbreitung von Digitalisierung etc. etc. Das sind alle Dinge, die man als Agenda mit Amerika besprechen könnte. Und nichts mit TTIP-Verhandlungen, aber auch nicht mit, ihr müsst uns zuerst als Europäische Union ernst nehmen. Wenn die damit ankommen, dann werden sie kaum Verhör finden. Kommen wir kurz zur Sicherheitspolitik. Ich erinnere mich daran, dass Sie früher auch schon gefordert haben, es muss mehr sicherheitspolitische Verantwortung übernommen werden innerhalb des Bündnisses. Gibt es da Ihrer Meinung nach Versäumnisse, gerade auch auf deutscher Seite? Ja, aber nicht so sehr. Hier bin ich vielleicht anders als andere Amerikaner oder auch vielleicht andere Deutsche sogar.
meine nicht, dass es sehr viel mit Ausgaben zu tun hat. Dass Deutschland jetzt 0,5% mehr ausgeben sollte. Ich meine, dass man mehr für die Verteidigung tun kann, weiß jeder. Aber ich glaube, das Problem ist nicht so sehr das, sondern allmählich in den 90er Jahren und vor allem nachdem man zu dem Punkt gekommen ist, wo man eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik haben wollte, die niemanden kritisieren kann, hat man die Bindung an die NATO einfach vergessen. Und die Vereinigten Staaten hatten das Gefühl, auch zu meiner aktiven Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir immer alles alleine machen mussten. Das Beispiel Bosnien ist für mich auch persönlich ein dramatisches Beispiel. Aber es gibt Sie ja eine sehr aktive Rolle gespielt haben bei dem Versuch. Und ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, wenn wir so sagen wollen. Aber es ist nicht nur das. Es war zum Beispiel im Nahen Osten. Wir hatten immer das Gefühl, dass nur wir die waren, die Israel unterstützt haben. Und dass die Europäer irgendwie einen Handel mit den Palästinensern haben. Wir sind auch nicht gegen die Palästinenser. Aber es muss dann ausgewogene Sache sein. Und es war nicht. Etc. etc. Man könnte verschiedene Beispiele geben. Aber das Gefühl hat sich verbreitet in den Vereinigten Staaten. Und das hat nichts mit Trump. Das heißt, das ist ein bisschen selbstverschuldet, die Situation, in der wir jetzt uns befinden, aus Ihrer Sicht. Was macht denn eigentlich die Zukunft der Wertegemeinschaft? Die NATO und auch das transatlantische Verhältnis insgesamt beruhte ja auf gemeinsamen Werten. Sind die ernsthaft in Gefahr aus Ihrer Sicht? Nein, die sind gar nicht in Gefahr. Aber die Durchführung und die, wollen wir sagen, die Akzeptanz ist im Moment in Gefahr. Gerade weil wir einen Präsidenten haben, die nur sozusagen theoretisch, aber manchmal nicht, aber zum Beispiel die ganze Reaktion auf die Flüchtlingsproblematik ist auch eine Frage. Wenn man sagt, oh, wie schlimm, Trump will eine Mauer nach Mexiko bauen. Na, was hat Europa gemacht an der Südgrenze? Eine Riesenmauer gegen diese Flüchtlinge. Da finden Sie die Europäer ein bisschen heuchlerisch auch in der Kritik? Na, man sieht die Welt aus seiner Perspektive. Und wenn es um Sicherheitspolitik handelt, dann Obama hat viele Fehler gemacht in Syrien zum Beispiel, ohne Frage. Aber er hat das wieder gemacht als Alleinspieler, ohne dass die Europäer mitgemacht haben. Und irgendwie müssen wir ein gemeinsameres Bild entwickeln. Was heißt Sicherheit zu diesen Sachen? Wir kommen jetzt in die ganz neue Phase von, wie man sagt, der Cybersicherheit, also Computer-Hacking, das alles. Und zur gleichen Zeit, wo Deutschland jetzt gerade der Wahlkampf, man sagt, man muss aufpassen, was die Russen hier machen, gibt es hier immer noch einen Untersuchungsausschuss, die untersuchen will, warum die NSA so eine schlimme Sache sind und warum sie, man braucht die NSA mehr als zuvor hier, aber man untersucht immer noch, was die Implikationen von der NSA sind. Man muss ein bisschen klarer sein über die eigenen Sicherheitsinteressen. Letzte Frage an Sie, Herr Kornblum. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Sie haben eben gesagt, das Tempo kann Donald Trump nicht durchhalten, das er im Augenblick vorgelegt hat. Wirtschaftspolitisch ist das ein Kurs, der nicht funktionieren kann, der auch nicht mehr Wohlstand und damit auch nicht mehr soziale und wirtschaftliche Sicherheit bringt. Was wird die Konsequenz sein? Wird nicht das ihn entweder aus dem Amt treiben, weil er sagt, ich habe keine Lust mehr oder ich werfe hin, oder wird das möglicherweise sogar zu einer weiteren Radikalisierung bei ihm führen in der Haltung? Oder vielleicht zu einem anderen Konsens. Seien wir positiv. Es gibt schon, erstens natürlich, ich weiß es nicht, aber es gibt schon eine Sache, die unter Bush und unter Obama nicht möglich war. Die bauen sich jetzt Koalitionen zwischen Demokraten und Republikanern. Das hat es vorher natürlich gegeben. Auch als kritisches Gegengewicht zu Präsident Trump. In zwei oder drei Bereichen. Der erste war Sicherheitspolitik. Die wollen nicht, dass wir auf einmal die größten Putin-Freunde der Welt werden. Zweitens, gerade in Flüchtlingspolitik, die Republikaner können zählen und die kommen aus Bundesstaaten mit sehr vielen Lateinamerikanischen und anderen, die wissen, wenn sie total gegen sie sind, dann sind sie ehemals Senatoren und keine Senatoren mehr. Interessanterweise in der Gesundheitspolitik, wo Obamacare vor 5 Jahren das Fluch wahrscheinlich war, jetzt ist es
Die Republikaner haben verstanden, dass sie einen Kompromiss mit Obama machen müssen und nicht Obama einfach aus der Welt schaffen müssen. So, es gibt schon Kompromisse und Konsense. Und vielleicht wird, wie soll ich das wissen, aber vielleicht wird es einen viel größeren Konsens geben in Opposition zu dem Präsidenten, als es geben könnte zusammen mit dem Präsidenten. Wir werden sehen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich auch. Thank you.